Krebs hat mein Leben verändert. Das Schwerste für mich war, meine Wimpern und meine Augenbrauen zu verlieren. Ich war null auf diese Krankheit vorbereitet. Während der Chemotherapie dachte ich mir immer, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Ich habe hier ein kleines Baby und ich habe diese Therapie. Wie das bei mir festgestellt wurde, ist auch innerhalb kürzester Zeit meine Mutter verstorben. Auch an der gleichen Erkrankung. Und das war natürlich, waren zwei einschneidende Erlebnisse natürlich innerhalb kurzer Zeit. Hallo, ich bin Sefta Janssen, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Aalen und habe die Diagnose Morbus Hodgkin bekommen. Das ist ein Lymphknotenkrebs. Ich bin 70 Jahre alt und im letzten Jahr bekam ich die Diagnose Brustkrebs. Ich heiße Hanna, ich bin 32 und ich wohne in Leipzig. Mein Name ist Michael, ich bin 62 Jahre alt, vom Beruf selbstständiger Schreiner. Mein Name ist Anna, ich bin 26 Jahre alt, komme ursprünglich aus Bochum, aus dem Ruhrgebiet. Ich hatte so Angst, wenn mir die Haare ausfallen, mein Mann findet so lange Haare schön. Und er war so toll an meiner Seite. Also wenn ich seinen Mann nicht gehabt hätte, glaube ich, hätte ich das alles nicht so gut überstanden. Während der Chemotherapie dachte ich mir immer, oh Gott, wie soll ich das schaffen? Ich habe hier ein kleines Baby und ich habe diese Therapie. Da ist so ein kleiner Mensch, der braucht in dem Moment noch mehr Hilfe als man selbst. Ich möchte meiner Familie einfach danken, dass sie für mich in dieser Zeit da waren, dass sie mir diese Kraft geschenkt haben. Das waren zwei ganz wunderbare Stunden, muss ich wirklich sagen, die mir aus einem ganz dunklen Chemotherapie-Tief auch wirklich so ein bisschen rausgeholfen haben. Ich fand es einfach so toll, weil da waren so viele verschiedene Frauen, die haben einfach von sich erzählt. Die haben, während sie sich geschminkt haben, einfach so viel gelacht und so viel Freude gehabt. Und man hat sich einfach wohl gefühlt, dass man nicht alleine ist. Jetzt bin ich eigentlich gar kein Mensch, der sich so übermäßig schminkt. Aber ich habe das alles voll mitgemacht und ich war so begeistert davon. Also das fand ich so toll. Auch mit Glatze ist man schön. Am Ende haben wir alle das gleiche Schicksal und können uns austauschen, verbinden, Mut machen. DKMS Live schafft Kraft. Die DKMS Live hat mir Lebensfreude oder neue Lebensfreude gebracht. DKMS Live schenkt Zuversicht. Ich freue mich, meine Haare wachsen wieder, mein Körper sagt mir, okay, ich habe das einigermaßen gut weggesteckt. Ich freue mich einfach jetzt Dinge tun zu können, die ich ganz lang nicht mehr machen konnte. Das Leben geht weiter.